können wir Hagi Wagi als Planeten erschaffen und ihn im Anschluss zerstören. Es wird wild und wir werden viele Waffen ausprobieren. Seid also gespannt. Okay, Freunde, wir haben hier den Weltplanet und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe schon eine Menge Solar Smash gezockt mit euch. Hashtag Solar in die Kommentare rein, wer immer am Start war. Und ich war lange nicht mehr dabei, bin ich ganz ehrlich. Wir gucken uns mal die Planeten... Alter, leck, Digga, was ist denn hier passiert? Oha, es gibt neue Galaxien anscheinend sogar. Okay, das ist ziemlich krass, muss ich sagen. Es gibt jetzt deutlich mehr Planeten. Wir haben unseren Custom-Planet und wir haben sogar noch so ein unbekanntes System. Oh, Leute, ne? Weltraum und unbekannte Sachen. Das ist ja immer schon was, was mich sehr interessiert hat. Nun ja, wir haben hier den Planet Erde. Welche Waffen haben wir denn hier so? Ich würde jetzt mal einfach sagen, das hier kennen wir alles. Ich, weißt du? Irgend so ein Typ fährt jetzt hier gerade Auto. Ich schmeiß einfach einen Komet drauf. Junge, das hat einfach mal 118 Millionen Menschen umgelegt. Also, der fährt jetzt nicht nur noch mehr kein Auto, sondern auch die ganzen anderen, die da gewohnt haben, ne? Wir können ja mal bei den Raketen nochmal reingucken. Ah, hier war ja auch nochmal was. Wir können ja mal so einen Riesentsunami erzeugen, Digga. Einfach mal in die Weltmeere so rein. Und... Oh, guck mal. Sieht man das? Man sieht hier irgendwas. Na, es kann sein, dass das die Atmosphäre ist. Ich dachte echt, hier bildet sich ein Tsunami, ne? Das wäre nochmal wirklich mega wild gewesen. Aber ist okay. Was haben wir hier noch so? Oh, wir haben, was ist das für ein Laserstrahl, Alter? Ja gut, wir haben ja hier eh schon mal. Was ist denn auf der anderen Seite? Ah, irgendwie, ich glaube, Afrika oder so, ne? Okay, dann schauen wir mal. What? Digga! Ich habe ja gerade die ganzen Planeten durchgescheppert. Sorry. Boah, das hat wehgetan, ne? Ich guck dir das mal an, der Erdkern hier drin. Nun ja, also der Planet ist ja eigentlich noch ganz gut in Schuss. Oh, was ist das hier? Noch eine spezielle Kraft, okay? Da der Planet von innen drin mal brennt, vereisen wir den Aal erstmal so ein bisschen. Ne? Ich würde mal sagen, wir sorgen mal dafür, dass hier so ein bisschen Eis mit drin ist. Dann passt das nämlich auch. Und, warte mal, hier noch so ein bisschen, sehr gut, und vielleicht noch da oben so. Ja, okay, also es hat irgendwie original gar nichts gebracht, also den Scheiß drauf. Was haben wir hier so? Oh! Oha! Okay, wir haben jetzt hier, was ist das denn für ein Schiff, Mann? Wir können ihm eine Barriere geben vom Ding her. Ich lasse mal ein UFO nochmal hierher kommen und irgendwelche Leute entführen. By the way, UFO-Leute, es kommt... beziehungsweise kann ich noch nicht genau sagen, ob es schon gekommen ist. Where We Are ist eine Demo, da geht es um Aliens und UFOs. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr gerne mal suchen auf meinem Kanal. Das ist noch nicht lange her oder kommt eventuell in den nächsten Tagen, aber ich vermute mal, dass ich es vorher schon rausgehauen habe. Zieht es euch auf jeden Fall rein. Es wird hier aber erstmal so ein Mutterschiff kreiert, anscheinend. Was ist das hier? Wir fliegen mal mit den kleinen Jets. Boah, ey. Übertreib doch nicht so! Digga, was ist das? Was ist das denn? Was macht das Ding da? Ah ja. Einfach so ein Starfighter oder was? Okay, krass. Dann können die anderen ja auch nochmal raufscheppern, ne? Oha, wir haben jetzt so eine ganze Invasion von Außerirdischen. Okay, das finde ich auch cool. Was haben wir hier noch? Oh, was ist das denn? Digga, was ist das denn? Kennen wir das? Ach du Heiliger! Ist das ein Drache oder was? Was geht denn da ab? Oh mein Gott, ey. Und was haben wir hier noch so? Oh, der Bienenschwamm. Alter, die Bienen! Yo, wie die den Planeten weghämmern. Okay, die sind auch richtig stark. Guck mal, wie viele Menschen die umlegen, ne? Alter Schwede. So ein außerirdischer Bienenschwamm. Was hat denn jetzt hier eigentlich noch überlebt? Können wir mal die Zeit ein bisschen vorspulen? Ich würde halt gerne mal die Sonne irgendwie... Oder sieht man das vielleicht auch gar nicht? Aber weißt du was? Wir wollen ja auch nicht mehr so lange Zeit verlieren. Das Ding kenne ich noch, Leute. Und wir gucken uns das ganz entspannt mal an. Ich liebe das. Digga, diese Bombe... Wow! Ist richtig OP, Mann! Der ganze Planet wurde soeben pulverisiert. Also ich bin der Meinung... Ja... Da lebt gar nichts mehr, Digga.
da lebt nichts mehr. Tja, gut, ich weiß nicht, ob ihr das Geheimnis schon kennt, Leute, aber Planetenentsorgung auf die einfache Art und Weise. Perfekt, und wir haben eine Supernova ausgelöst. Damit ist der Planet dann auch, ja, also wird jetzt pulverisiert. Und hier sieht man schon, wie der sich so richtig aufhitzt, ne? Leute. Ah ja, der Planet ist zerstört. Ich würde sagen, wir besuchen jetzt nochmal einen anderen Planeten, oder? Der Lava-Planet wird jetzt tatsächlich mal vereist, Leute. Und wir gucken einfach mal, was passiert, wenn wir so einen Lava-Planet mit Eis voll machen. Okay, das sieht ziemlich verrückt aus. Das sieht auch schon mal ziemlich gut aus, würde ich sagen. Wir können daraus jetzt eine kleine Eiskugel machen. Leute, braucht noch jemand irgendwie Eiswürfel? Ich meine, bei uns ist es aktuell so warm. Wir haben irgendwie so 30 Grad oder so, ne? Gefühlte hier. Und ich habe den Raumanzug noch an. Ich schwör's euch, ich kotz ab. Falls ihr einen Eiswürfel braucht, so für eure Getränke, hier könnt ihr euch auf jeden Fall einen abholen. Der geht für alle Abonnenten aus Haus, Leute. Ganz klar, meine Abonnenten haben immer Vorteile. So, und dann gucken wir mal hier. Alles klar, ja, der Planet ist auf jeden Fall schon vollständig vereist, würde ich sagen. Dann haben wir die Lava ja schon mal da weggemacht. Jetzt finde ich, sollten wir den Planeten aber auf die ganz schnelle Art entsorgen. Denn ich hätte jetzt eigentlich noch Bock auf den Hagiwagi-Planet. Wir lassen einfach mal so ein schwarzes Loch erzeugen. Ey, das ist auch so unheimlich, Mann. Einfach auch wieder weg. Das ist mit so einem Blitz. Ah ja, der Blitz knallt richtig rein, okay. Dann holen wir doch einfach mal die Schattenbox heraus. Wo ist der? Ja, hier. Zack. Die Schattenboxer kommen. Jetzt wird der Eisplanet erstmal richtig verprügelt. Bam, bam, bam. Und rein, alle rein. So, der ist jetzt auf jeden Fall fast im Ass. Oh, lassen wir nochmal hier einen Mond drauf kollidieren. Na komm schon. Und da noch so ein bisschen. Ja, ich glaube, jetzt ist Feierabend. Wenn die ganzen Monde zusammen kollidieren, könnte es ein bisschen schwierig werden. Aber ja, da ist halt noch einfach zu viel, ne? Können wir nicht nochmal durchlasern? Ja, hiermit geht das eigentlich auch recht schnell. Also der Laser ist wirklich übelst fett. Ach, weißt du was? Wir nehmen wieder irgendwie so eine übelst heftige Bombe oder so. Da kommen richtig viele Raketen jetzt. Na, da bin ich ja mal gespannt, wie das gleich ausschaut. Auch geil. Mal sehen. Okay, die machen aber relativ wenig Schaden. Ne? Das muss man wahrscheinlich auch nochmal einstellen. Na gut, können wir jetzt, also können wir das Ding jetzt hier mal ganz schnell erledigen, so vom Ding her? Oder ich weiß ja nicht, aber. Mal gucken, ob wir das Game zum Abstürzen bringen können. Die Außerirdischen greifen an! Die Außerirdischen greifen an! Boah, guck dir das an, ne? Ey, stell dir vor, Mann, sowas wäre echt möglich. Okay, das knallt gut. Ja, alles klar, der Planet ist weg. Okay, Leute. Ich habe eigentlich... Oh, was ist das denn? Das sind ja zwei Sonnen. Was passiert denn, wenn ich... Wenn ich den hier aktiviere? Was passiert denn mit dem anderen? Man sieht's noch nicht. Man sieht's noch nicht. Die Sonne ist auch weg. Beide Sonnen sind explodiert. Okay, Freunde. Und jetzt sieht das hier so aus, ne? Das ist so dieser galaktische Nebel von der Supernova. Oh, ich würde aber gerne diese Secret-Waffe noch freischalten. Wenn ihr wisst, wie das geht, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Dann könnten wir ja vielleicht nochmal zocken. Jetzt werden wir uns auf jeden Fall nochmal einen eigenen Planeten basteln. So, und wir haben hier schon einen eigenen Planeten. Jetzt muss ich aber erstmal ganz kurz gucken, wie das hier mit der Umgebung ausschaut. Denn ich möchte das hier eigentlich gerne ganz hell haben. So. Ja, okay, jetzt ist das irgendwie nicht mehr so ganz hell. Habe ich den Planeten fast gelasert? Ja, fast. So. Dann werden wir das Wasser definitiv blau machen. Hier muss auf jeden Fall noch ein bisschen rot gelb rein. Ist klar, für die Hagiwagi-Colors. Und hier, denke ich mal, muss auf jeden Fall auch noch gelb rein. So, dann müssen wir jetzt erstmal dem kleinen Planeten ein paar Augen machen. Das war vielleicht ein bisschen zu doll. Jetzt komme ich aus der Nummer aber nicht mehr raus, Leute. Ich komme aus der Nummer echt nicht mehr raus. So, dann machen wir hier noch. Warte mal, wie ging sein Mund? Jetzt muss ich überlegen. Oh. Scheiße!
Der Laser war zu dick, Leute. Ich hätte ihn etwas feiner einstellen müssen. Ja, tolle Wurst. Also, Leute, sieht das aus wie Huggy Wuggy oder was? Ich würde sagen, das geht auch schon klar, oder? So, warte mal. Wir machen jetzt hier nochmal sowas ähnliches wie ein Ohr. Naja, so ähnlich wie ein Ohr. Am Ende des Tages muss ich aber ganz ehrlich sagen, also, Leute, ich weiß ja nicht, aber das sieht jetzt nicht so aus wie Huggy Wuggy, oder? Nope. Ja, Huggy, also, tut mir auch echt leid, aber das war's mit deinem Planeten, ne? Scheiße, Leute. Ey, meint ihr, wir kriegen hier den Huggy Wuggy echt hin? Ich glaub schon. Aber es ist auf jeden Fall nicht ganz ohne. Was ist denn da jetzt passiert? Leute, das war's erstmal mit einer Folge von Solar Smash. Den Huggy Wuggy Planeten habe ich mal richtig verkackt, ey. Ach, ich will nicht drüber reden. Lasst ein Like, wenn es euch trotzdem gefallen hat. Und abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Kuss geht raus, Astronauten-Denno out.